Berlin, das Classic Tattoo Studio. Chef Daniel Krause. Mitarbeiter Jess. Tattoo-Künstlerin Tutu. Und last but not least, der smarte Leonardo. Classic Tattoo ist der geilste Laden, weil hier nicht nur die geilsten Leute arbeiten oder die geilsten Kunden herkommen, sondern hier steppt jeden Tag der Bär. Chef Daniel Krause hat nicht nur ein Ohr für seine Mitarbeiter. Der 46-Jährige interessiert sich auch für die Geschichten und die Probleme seiner Kunden. Ich bin für die Leute da, die können mir ihre Geschichten erzählen. Ich mag das komplette Paket aus. Was bedeutet ein Tattoo? Wie sieht mein Gegenüber aus, das ein Tattoo haben will? Wie sehen die Probleme aus? Ich nehme mich mit. Berlin Mitte. In der Nähe des Alexanderplatzes befindet sich das Classic Tattoo Studio. Geleitet wird der Kultladen von Daniel Krause, der momentan alle Hände voll zu tun hat, denn der 46-Jährige wird Papa. Ich bin ja nicht nur der Papa für alle hier, weil ich liebe alle, die bei mir arbeiten. Das ist meine Familie, aber jetzt kommt das große Ding. Jetzt kriege ich ein eigenes Kind. Das hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Zettel. Und ich dachte, ach, das machst du mal so nebenher, eröffnest noch einen Laden und machst doch noch. Jetzt merke ich aber, je dichter der Termin rückt, dass das schon ganz schön an die Nieren geht. Die Konsequenz ist natürlich für mich, ich muss was verändern. Das heißt, ich muss irgendwie Zeit schaffen. Aber ich kann das nicht auf meinem Rücken austragen. Deswegen müssen hier neue Leute eingebaut werden. Wenn ich die nicht einbaue, dann weiß ich garantiert, ich breche zusammen. Hey Leute, habt ihr mal 2 Minuten Zeit? Ich muss euch mal was sagen. Kommt mal bitte alle her. Marc, du auch. Daniel braucht dringend einen Shop-Guide und er weiß auch schon, wer das sein wird. Wie wird Daniels Team auf die neue reagieren? Wir brauchen hier neue Leute, wir brauchen Shop-Guide. Was? Warum? Weil das nicht mehr funktioniert. Ich mache das doch hier mit. Funktioniert doch. Nein, das funktioniert nicht. Ihr wisst ja gar nicht, was da alles dran klebt. Kurzum, ich habe jemanden, es ist die Judith. Sie ist toll. Genau, ein Vibe oder was? Krause, Alter. Hey, komm, lass uns das versuchen. Die ist gut, die hat Erfahrung. Guck nicht so. Ja. Ich weiß, dass das dein Revier hier ist. Ja, das ist mein scheiß Revier, Mann. Okay. An sich finde ich das gar nicht so geil. Wir sind halt alle ein bisschen eigen und so zusammengeschweißt, dass eigentlich alles bei uns funktioniert. Und jetzt kommt auf einmal jemand Neues rein. Das ist halt so. Let me try it out and see. Only time will tell. Hey, gib dir eine Chance. Ja, gib dir einfach eine Chance. Und da will ich jetzt eure Hand drauf. Chance. Chance. Oh, man. Chance. Komm, Mann, ey. Rein drin lassen. Work, man. Ich stelle sie euch vor und ihr lasst sie am Leben. Und dann passt das schon. Okay. Ich will hier nichts mehr. Oh, Jesus. Reaktion vom Team ist genauso, wie ich es erwartet habe. Deswegen habe ich das auch ganz bewusst so gemacht, dass Judith noch gar nicht dabei war. Weil ich glaube, wenn du dann da sitzt, da sitzen 5 Leute und die machen eine naja, und ziehen eine Grimasse und machen bäh, dann hast du natürlich das Ding, dass so ein Shopguide von vornherein gleich sagt, kacke, was mache ich hier überhaupt? Und ich glaube, neben der normalen Reaktion war das schon der erste strategische Punkt, den ich ganz gut angesetzt habe. Die 48-jährige Jessica ist heute eine der ersten Kunden bei Classic Tattoo. Bereits in jungen Jahren erhielt sie eine schlimme Diagnose. Ich hatte Hautkrebs mit 15 Jahren und man hat den halben Oberschenkel praktisch weggenommen. Und es muss irgendwas passieren und ein Tattoo, die Leute gucken, aber dann gucken sie auf was Interessantes und sagen, ey, was ist das denn? Und da habe ich gesagt, okay, deswegen gehst du zu Daniel, weil es ja keine normale Haut mehr ist. Es ist ja eine richtige große Narbe halt. Na du. Und deswegen bin ich dann hier. Komm, wir gehen mal in den Raum und ich guck mir das mal an. Komm mal hier rein. So, okay. Da ist es. Oh Mann, das ist ja ganz schön heftig, ja? Ja. Wie ist das, wenn ich da anfasse? Du, da merke ich nicht so viel, weil da ist alles durchgeschnitten, die ganzen Nerven. Okay, wie alt ist das jetzt? Das ist ungefähr 30 Jahre alt. Also das ist immer noch für mich wirklich ein Handicap, egal wo ich bin, ob ich jetzt in eine Badeanstalt gehe oder selbst beim Training in der Umkleide. Ich bin halt dann immer zügig, dass ich das immer ganz schnell meine Klamotten wechsle und so weiter. Oder eben zu Hause dusche, weil ich das gar nicht möchte, dass du so angestarrt wirst. Ich habe sofort nur einen Namen. Ich habe einen ganz tollen Tätowierer hier, das ist der Leonardo. Ich würde dem das gerne zeigen, weil der hat
auch schon ganze Brandarme zu tätowiert und. Das ist nicht ganz mein Metier. Also ich hole jetzt mal den Leonardo, dann gucken wir da beide zusammen noch mal rauf. Und dann, denke ich, werden wir gleich genau die Lösung finden, die wir brauchen. Bleibt ganz kurz hier. Der gebürtige Kolumbianer Leonardo ist Fotorealist und ein wahrer Tattoo-Künstler. Schafft er es, am Ende Kundin Jessica glücklich zu machen? You have an idea what we can do? Oh, let me see. First idea that has come to my head is to make some... I don't know, I can use this car to make maybe like a Buddha. Do you know that kind of Buddha is inside of the tree? Ah, the tree, yes. You know that? Das, kennst du das Motiv? Es gibt einen Baum in Thailand, wo ein Gesicht aus einem Baum wächst. Mhm. Ich glaube, er will das versuchen, das, was da ist, wirklich, wie ich es dir sagte, mit einzubinden. Das wird einen zweidimensionalen Effekt bekommen, dass er eben mit dieser Idee spielt, dass das, was da ist, gar kein Makel ist, sondern eher ein Vorteil für das Motiv, was er unterbaut. Okay. Kannst du dir sowas vorstellen? Ja. Und wenn du willst, dann könnten wir das heute auch gleich machen. Ehrlich? Und dann gucken wir uns das an. Yeah? Like okay. To do this? Okay, then check what you found on examples. Okay. Das ist doch was. Super. Jawohl. Nice. Daniel und Leonardo suchen sich im Internet die passenden Vorlagen und besprechen die Details. Besonders solche bewegenden Geschichten liegen Daniel sehr am Herzen. Ich sag dir, vertrau ihm. Ich vertraue ihm bei allen Sachen. Ich gebe ihm das jetzt. Okay. And then you guys can start here. Alright. Ja? Okay. Das wird schon. Oh ja, ist alles gut. Alles klar, super. Na, es ist, also ich vertraue Ihnen schon, aber man ist halt nervös, ne? Weil man sagt sich, passt das auch wirklich alles zu mir irgendwie und so. Aber da muss man dann schauen. Der 31-jährige Leonardo entwirft mit viel Liebe das zukünftige Tattoo von Jessica. Direkt auf dem Oberschenkel. Das können nur wenige Tätowierer. Der Anfang war für mich, die Narbe ist für mich eine sehr schöne Narbe. Das ist wie wenn ich male und nach einer neuen Leinwand schaue. In diesem Fall ist die Haut meine Leinwand und das ist ziemlich verrückt, darauf etwas zu gestalten. Das ist mehr als eine Narbe und das ist ziemlich schön. Ich genieße den Moment. Judith van Hill, ehemalige The Voice-Kandidatin, ab heute Daniels neuer Shop-Guide. Sie soll im Krause-Chaos für Ordnung sorgen, so der Plan von Daniel. Hey, Judith, einen wunderschönen guten Tag. Geht's dir gut, aber? Alles super. So, ich zeig dir gleich mal alles. Ich habe sie auf einer Convention singen gehört und das hat mich so in den Bann gezogen. Ich hatte eine Gänsehaut und ich wollte wissen, wer ist da auf der Bühne. Und als ich dann gesehen habe, wer da auf der Bühne ist, so eine tätowierte Frau, eine Präsenz mit so einer tollen Stimme, dann war es für mich klar, ich muss diese Frau kennenlernen. Der ging alles ganz schnell. Wir haben uns dann 2-3 Mal getroffen. Wir haben uns zueinander hingezogen gefühlt, auf so einer freundschaftlichen Ebene, 3 Dinger getrunken. Ich habe gemerkt, oh, die musst du in deinen Kreis holen. Die Chance war da, sie in meinen Kreis holen. Ich habe sie genutzt, bevor sie mir einen anderen. Nicht lange gefackelt, sondern gleich angepackt. Daniel zeigt dem Familienneuling den Laden und stellt sein Team vor. Unser Siggi, das ist unser Carlo, das wechselt sich ab. Hinten ist auch die Tutu. Die wird ganz wichtig sein für dich, weil unsere gute Tutu, das ist eben, das ist meine kleine Tutu. So. Mhm. Aber die ist eben auch speziell. Und wenn du mit der warm wirst, geht die mit dir durchs Feuer. Und wenn du mit der nicht warm wirst, gehst du alleine durchs Feuer. So. Super, bloß kein Druck. Bloß kein Druck. Hier, das ist deine Schatzkammer. Material. Die kannst du schon mal, hier geht das ab auf allen Ebenen. Immer darauf achten, es muss immer reichlich da sein. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Tätowierer, der nicht anfangen kann zu arbeiten, weil keine Handschuhe da sind, weil kein Alkoholspray da ist, ist weil kein Rasierer da ist, weil keine Nadel da ist. Es ist schon eine Ehre, sage ich mal, wenn jemand einen so aufnimmt in diesen Kreis, weil eigentlich sind es, ist es naja, ein fester Kreis von Leuten, die hier arbeiten und die hier sind und so seine Familie sind. Das finde ich schon schön, dass er mich gefragt hat. Und das hier ist meine Tüte. Hallo. Hallo, Judith. Hi. Die schön, dich kennenzulernen. Ich habe viel von dir gehört. Ich habe nur Gutes. Nur Gutes? Ja. Ich habe auch schon viel von Tutu gehört. Okay. Okay. Judith, Shopguard, Tutu. Jetzt seid ihr beide vorgestellt. Kommt klar miteinander. Wir werden das schon hinkriegen, oder? Und du weißt Bescheid. Zeig dir das alles nochmal. Ich kann jetzt meinen Kram erstmal ein bisschen weitermachen und wir sehen uns gleich nochmal. Gut. So. Hey, Jess, Judith.
Do it. Ich vertraue einfach auf die Energie, die ich bei Judith gespürt habe. Wenn sie schafft, diese Energie hierher zu tragen, wird sie keine Probleme haben. Lässt sie sich auf Zickereien ein, hat sie jetzt schon verloren. Wenn das mal keine tollen Voraussetzungen für Judiths neue Aufgabe sind. Aber Tutu ist nett und zeigt der 29-Jährigen alles Nötige. Judith versucht dabei ein bisschen auf Tuchfühlung zu gehen. Es sind schon ziemlich viele Leute hier im Laden. Viele Tätowierer, viele Künstler. Ja. Es ist so schwierig untereinander, viel Gezicke. Du hast halt deine Dieben, so, die kommen halt mal zu spät und dann zicken sie mal rum und blabiblub. So, das ist halt, hast du halt klar überall. So, und für dich als Neue würde ich. Ich würde dir einfach den Tipp geben, sprich die Leute einfach an, weil die meisten sind halt immer so, oh, nee, ist bei mir genauso. So, du kannst froh sein, dass ich mit dir rede. Ja. Vielen Dank. Ja. Okay. Ja, aber das ist halt schwierig. Du musst die halt schon rauskitzeln. Okay. So, Tätowierer sind sehr, sehr eigen. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Aber es ist halt natürlich auch schwierig, in so ein bestehendes Team reinzukommen. Ja. Ne? Ist schon ganz schön tricky. Okay, aber du meinst, ich habe eine Chance. Wenn du nicht auf die Fresse gefallen bist, was ich nicht glaube, dann kann auch schon ganz gut sein, okay, dass du reinpassen könntest. Aber ich verspreche dir nicht. Okay. Was machst du, wenn du nicht gerade tätowierst und zeichnest? Manchmal model ich. Ach cool. So. Na ja, hübsch bist du. Danke. Also mein Tipp für Judith wäre, nicht in den Arsch kriechen. Niemandem in den Arsch kriechen. Das können wir gar nicht. Das ist halt so. Brauchen alle kein Puder. Aber trotzdem da sein, Mund aufmachen und Kontra geben. Ja, und was machst du sonst? Also ich meine, so jetzt bevor du bei uns angefangen hast oder generell irgendwas? Also eigentlich bin ich Sängerin. Ich habe krass. Eine Staffel The Voice gemacht und seitdem bin ich so unterwegs und schlag mich durch mit Konzerten. Ja. Und nehme jetzt mein Album auf hier in Berlin. Ah, wie cool. Genau, ja, ich wohne jetzt auch hier in Berlin, aber auch schon länger. Okay. Und versuche das so über die Musik, mich so am Leben zu halten. Ach, krass, okay. Ich habe schon gemerkt, dass Tutu so präsent war und da war und sich auch für mich interessiert hat. Aber natürlich war sie schon auf Abstand. Also da war schon jetzt nicht, wir sind sofort Best Friends, was ja auch komisch wäre. Ich meine, wir haben uns heute zum ersten Mal gesehen. Da kann man nichts erwarten. Ich bin halt nur gespannt, ob das so die nächsten Wochen weitergeht oder ob ich da irgendwie doch die Chance habe, vielleicht können wir auch mal ein Bier zusammen trinken gehen. Das ist ja dann nochmal eine andere Situation. Aber nicht nur Judith denkt an die Zukunft. Auch Daniel ist mit seinen Gedanken voll und ganz woanders. Projekt Papa werden steht an. Und darauf scheint er so ganz und gar nicht vorbereitet zu sein. Na, was machst du denn wieder da, Papi? Fitness-Mojo. Kinder waren zum Joggen? Ich gehe joggen, ja. Oh. Du brauchst eine Kinderschale. Du brauchst einen Kinderwagen. Du brauchst einen Kinderwagen zum Joggen. Du brauchst ein Stubenbett. Entspann dich mal. Du verkraumst dich so krass in deinen Kinderwagen, ich Alter. Gar nicht. Das ist, weißt du was? Dieser Jogging-Kinderwagen ist meine einzige Rettung. Das heißt, ich denke. Du kannst nicht mehr gerettet werden, du kriegst ein Kind. Ja, aber ich denke, wenn es dann raus ist und man rennt, dann ist es egal, auch aufs. Es brüllt und dann beruhigt sich wieder. So, und, aber wenn ich. Glaubst wenn ich, du? Ich kann nicht eingesperrt sein. Ich bin der Mr. 1000. Dynamit-Volt-Mann. Das heißt, wenn ich nur noch zu Hause sitze und dann rum, das heißt, ich muss Alternativen schaffen, dass ich das auch überlebe. Entspann dich doch mal, Alter. Wir haben doch jetzt eine neue Teeschlampe. So, du kannst dich um deinen Scheiß kümmern und dann chill mal eine Runde. Pass auf, in dem Augenblick, wo du zu mir kommst und sagst, Krause, ich muss dir mal ein Kompliment machen. Die Judith hast du ja super ausgesucht. Nee, die funktioniert ja wie ein Uhrwerk. Dann fange ich an zu chillen. Und so lange muss ich versuchen, weiter und alles. Okay, bis dahin gehen wir beide dann zusammen joggen, oder was? Ja. Ja. Das können wir übrigens mal machen. Nee, auf gar keinen Fall. Ich gehe gerne joggen. Auf gar keinen Fall. Ich gehe jetzt auf jeden Fall arbeiten. Ah, ja. Ne? Krause. Ich nehme dich mit in meine Welt. Und ich zeig dir,